Du Blöde hier. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit euch hier? Ihr könnt doch nicht einfach so über das Gras fahren, das geht doch, das ist doch höchst illegal. Warum? Das kann man ja nicht rauchen. Naja, kann man schon. Das wäre noch was, eine Verbesserung. Ja, schmeckt vielleicht nicht, aber man kann es rauchen, so. Vom Prinzip her. Ey, dann bring ich dir ein Kilo Gras mit. Ich weiß nicht, ob ich das in ETS mal erzählt habe. Ach, baust du hinten im Garten ein bisschen was an? Ah ja, okay. Musst du sowieso rasten. Hast du da so ein schönes Gewächshaus und so? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich das in ETS schon mal erzählt habe, aber hier bei uns in der Nähe wollte das mal ein LKW-Fahrer machen, so ein bisschen über so eine Insel, also über so eine Grüninsel abkürzen und ist dann halt da drüber gefahren und oben drauf stecken geblieben und dann stand der da halt auf der Insel drauf. War halt ein bisschen doof, ne? Weil das muss ja auch irgendwie der Polizei erklären und so, ne? Warum du jetzt auf einer Insel drauf stehst. Mit deinem LKW. Eine Insel mit zwei Bären. Ray. Hier kommt gerade voll die Urlaubsmusik irgendwie. Wie heißt das? Beachfront Property. Ah ja. Also irgendwas mit Strand. Passt doch zur Insel. Auch wenn das nicht so eine Insel ist, wie ich meinte, aber egal. Wollt ihr mich verarschen, ihr scheiß Drecksmist? Was ist los? Achtung. Okay, es geht. Das Achtung kam ein bisschen spät, Dani ist schon hier vorbeigefahren. Oh Mann. Irgendwie fährt der LKW hier gerade ganz langsam und nur 130. Das ist Schnäppchen. Aber er liegt gut auf der Straße, sehr, sehr gut hier, sehr, sehr gut hier. Übersteuert und geblitzt worden, alles hier. Ich bin heute mal mit dem Auto von meinem Opa gefahren und eigentlich lässt sich das gar nicht so schlecht fahren. Also ist halt gewöhnungsbedürftig, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das Gaspedal ist mega klein. Und das ist alles allgemein Hallo, kleiner, obwohl das Auto viel kostet. Mega groß. Ja, das kann sein, aber nee, ich habe so das Gefühl, also das Auto von meinem Opa ist viel größer als der Fiesta von meiner Mutter, so ungefähr doppelt so groß, keine Ahnung. Wahrscheinlich passt der Fiesta von meiner Mutter in den Kofferraum von dem Auto von meinem Opa. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei dem Auto von meinem Opa ist alles kleiner als bei dem Fiesta. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall bin ich damit mal gefahren und eigentlich ist das Ganze in Ordnung. Also so, das hat zwar nicht so viel Leistung, aber da mein Opa daneben saß, bin ich eh nicht so schnell gefahren, wie ich eigentlich mit dem... Wie viel PS also war das? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall weniger als der Fiesta von meiner Mutter. Oh, Hauptsache da überholt uns gerade einer oder wollte uns überholen? Ich hab gedrängt. Warum will der denn auch links überholen? Ist der denn eigentlich dumm? Den hat er denn gelernt? Ich bin so gefahren, dass er mich hinten aufhört und sich überschlägt. Ich hab's gesehen. War schon so ein bisschen asozial. Nö, er hat da nichts zu suchen. Das stimmt. Hauptsache, ich zieh einfach gerade so rüber. Ich dachte, hinter mir ist Mike. Auf einmal hupt er und fährt an mir vorbei. Denk so, what the fuck? Dani, fahr ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, der hat mich auch einfach überholt. Und dann ist er links direkt neben mir gefahren. Und er hat mich schon, ich hatte schon Angst, dass ich da jetzt abfahren muss, nur weil der neben mir fährt und ich nicht ausscheren kann. Aber zum Glück links da weiter. Was macht ihr denn schon wieder da vorne? Ich seh's dir denn nicht. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Ey, wenn der gleich hier an uns vorbeigefahren kommt, ja. 53 vorne, 25 hinten. Grüß dich, Dali. Der hält sich ja noch in Grenzen, ne? Muss in die Werkstatt, aber wie lange ich auf zwei Rädern gefahren bin, wo er mich wegdrängen wollte. Hauptsache, bei mir bist du erstmal schön über die Leitplanke drüber geflogen. Oh mein Gott. Eigentlich ist das ja richtig dumm, dass wir das aufnehmen, weil ich meine, ne? Doch, egal. Das ist voll das beste Beweismaterial eigentlich. Ist ja eigentlich noch bei uns hier irgendwo in der Nähe. Könnten uns alle sofort bannen. Oh. Ich habe keine Ahnung. Wieso? Er hat einen Fehler gemacht, er hat sich nicht an die Regeln gehalten und ist auf den Standstreifen, wollte er überholen. Nee, ich meine, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit umfahren. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, wir wissen das ja. Das steht aber nicht so in den Regeln drin. Wir schaden ja niemand anderen. Also, in Real Life, da darfst du auch auf der Bundesstraße Stocker fahren, also das schadet ja niemand anderen, ne? Nein, ich meine, es hieß ja nur so, was soll andere Spieler... Ne? Nicht rammen und so, bla bla. Aber wenn man sich kennt und das überhaupt gemacht hat, dann macht das ja nichts aus, außer wir tun ja niemanden da mit reinziehen. Ich weiß nicht, ob die das auch so sehen, aber okay. Also eigentlich. Mike, was machst du? Ich
hatte gerade spontan Lust, hier reinzufahren. Da sieht man ganz Mike. Klar, Mike hat einen Führerschein. Ist so. Ja, Nani? Kannst du mal auf den Navi schauen, wie weit die nächste Stadt entfernt ist? Ich muss unbedingt reparieren. Ich auch, mein... Warte. Warte. Oh, ich, nee, das ist Moment. Falsch. Warte, falsche Taste. Nee, so. Nee, nee, eins. Da, wo war so. Denn das? Komma? Da. Ah, na oh. Gut, geht noch. 52%, das ist ja noch ein Schnäppchen. Ich kann gerade keine Stadt in unserer Nähe sehen. Warte, ich ja auch am Arsch der Welt hier. Hast du dich mal umgeguckt? Das ist wie eine Insel mit zwei Bergen. Na toll, jetzt kommt erst eine Tankstelle und dann kommen wir schon in Praha an. Auf dem Weg kommt gar nichts. Wir kommen gleich an den Dingern. Gut, ne? Wie viel Prozent Schaden hast du denn, Dani? 53 vorne. Hab ich auch. Was hab ich hinten eigentlich? Komm, ich fahr jetzt 50. 25. Ja, ich auch. So. Entscheid. Oh. Obwohl 50 ist hier irgendwie schon ganz so schnell. Ich weiß auch nicht. Egal, ihr holt mich schon wieder ein. Mit Motorfehlfunktion, mit Sicherheit. Mhm. Oh Mann, Moment, ich guck mal kurz, wo Praha ist. Warum kriegt eigentlich Mike nix ab? Weil ich nicht die ganze Zeit gegen euch fahre. Ich glaube, wir sollten Mike ein bisschen nerven. Tatsache, da kommt Praha. Krasser Scheiß. Ja, nee, ich fahre ja ganz normal und so. Schnapp angedockt bei Mike. Ist das überhaupt Mike gewesen jetzt, Johanne? Ja, ja, das war. Oh, eine Laterne! Jonas. Ja, aber ist echt so, das könnte echt Jonas sein. Was? Das könnte echt Jonas sein. Och, da ist ja eine Laterne, die habe ich nicht gesehen. Bei mir steht da keine Laterne. Hallo. Fährst du mir mal hier? Ich wollte überholen und wollte ein bisschen die Kurven auch schneiden. Ja, Rennfahrer Krause und so, ne? Aber wer ahnt denn, dass hier am Arsch der wilden Laterne im Graben stehen? Und dann kann man die noch nicht mal mit dem LKW umfahren. Was ist denn das denn? Die Laternen sind aus, deswegen sieht man die auch nicht mehr. Oh, von hinten kommt wieder einer hier. Na, warte. Das ist bestimmt der, den du eben gerade weggerammt hast. Mist, also ich wollte eigentlich gerade auf die Schiene fahren. Wer hat denn hier wen weggerammt? Oh, der überholt. Überholverbot hier. Und der überholt. Soll ich mal rausziehen jetzt hier? Wir müssen ihn abschnabbern. Der darf nicht nach rechts fahren. Und er fährt einfach durch. Oh, war aber knapp. War doch gerade zu, oder nicht? Nee, ist aufgegangen gerade. Ja, aber... Wäre ja eine Minute... Also, ne, ja, okay. 10 Sekunden früher gegangen, dann wäre er wahrscheinlich... Ja, genau, jetzt fängt das ja an zu blinken. Nö, ich fahre jetzt noch durch. Ich sehe das jetzt nicht ein, um zu halten. Motorwehrfehlfunktion hier. Obwohl, ich glaube, blinken bedeutet ja noch... Oh, okay, es geht einfach zu. Müsste die nicht eigentlich rot leuchten, damit man stehen bleiben muss oder so? Ach, nein. Keine Ahnung. Blinken. Wie gesagt, ich habe einen Führerschein, ne? Blinken. Da weiß ich nichts von. Mike. Du sagst zwar immer, du hast einen, in aber manchen Ländern ist gesehen habe ich den noch nie. Blinken heißt, es kommt einer, dass das gleich zugeht. Und eigentlich ist es so, wenn es zu ist, leuchtet es dauernd. Machen wir den Fahrschüler. Ja, vor allem der Fahrschüler, der ja keine Fahrschule mehr halt weitermacht, weil er zu faul ist. Echt? Warum nicht? Ja, weil er zu faul ist. Muss jetzt eigentlich mal wieder von vorne anfangen, Dani? Kann sein, ist mir egal. Oh Mann. Ist bisschen Geld. Sind du nur 256 Euro. Ja, aber allein schon die hier so, dass du dann im Mai selbst fahren könntest zum Teamtreffen und so. Geht nicht. Ist da ja, könntest. Hier keine Termine, nein. Ja, du könntest, wenn du einfach mal weitergemacht hättest und fertig gemacht hättest, als du damals schon angefangen hast. Egal. Dann fahre ich dich halt in den Tod, ist auch in Ordnung. Mein Gott, Hauptsache da kommt uns einer gegen ihn. Rechnet mit sowas. In einem Multiplayer-Spiel, dass da Leute hingehen. Straße. Hier sind Autos? Also kommen die ganzen Autos her? Warum sind hier eigentlich LKWs? Oder ein Trucks? Hund im Büro? Bei Eurotruck. Ein Auto auf der Straße? Warum sind das keine Autos? Nein, ein Büro im Hund. Genau, ein Büro im Hund. Belastend. Hundi. Nein! Ach, das ist René. Nein! Ja, ist dir natürlich vorher nicht aufgefallen, sonst hättest du ihn schon lange weggerammt, ne? Ja. Halt die Fresse jetzt, gib ich brauche hier so eine Sonnenblende irgendwie. Nein! Was passiert denn hier eigentlich? René, da geht's nicht lang, ne? Sieht bestimmt lustig aus. Ich brauchte mal eine Sekunde.
Sekunde, wo steht René? Da. René, ich gebe dir einen Tipp. Ich krieg den Anhänger nicht mehr dran. Du darfst dich gerne während einer Fahrt gegen einen Baum lehnen, um dich da abzustützen und so, aber normalerweise macht man sowas, nachdem man aus dem LKW ausgestiegen ist. Nicht mitsamt LKW. Ich wollte aber mal eine Pause machen. Ich merk's schon. Nein! Du kriegst deinen Anhänger da weg. Nein! Oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, es ist nicht mein Tag. Ja. Dieser Rotz. Motorfehlfunktion. Woher weißt du das? Ich weiß jetzt nicht. Entweder, also wenn du Glück hast, kommst du nach Praha. Wenn du Pech hast, kommst du nach Nürnberg. Oder nach Erfurt. Hallo, mein Motor, der läuft wieder astrein. Hörst du nicht, wie der schnurrt? Ich weiß nicht, was heute ist. Hättest du das nicht ein bisschen später machen können, dann wärst du näher an Praha gewesen. Also, in Prag so. Da kommt einer. Der bläst hier volle Kanne durch, ey. Mann, das guckst du blöde, fahr weiter, siehst du, dass das wirkt doch, hä? Immer diese Gaffer. Ja, ganz ehrlich. Die halten hier an, blockieren den ganzen Verkehr. Wenn ich jetzt aufgehe, da hat der die Kräfte behindert. Vor allem, der steigt hier noch nicht mal aus und macht irgendwas. Der fällt einfach nur hin und zu gucken. Und jetzt kommt der nächste Kopf doch wieder. Was denn, hä? Ja, du kleiner Scheiße. Unterlassene Hilfeleistung. Wo ist für mich runterfahren? Oh mein Junge, guck mal, hä? Junge, der hupt einfach nur. Der denkt sich auch nur so, ey, du kannst doch nicht einfach so da gegen den Baum stehen. Das ist Umweltverschmutzung. Ich bin gleich wieder da. Lass mich, ich kann das alleine. Okay, bis gleich. Der Dani verpieselt sich. Hä, was? Der Dani verpieselt sich, wollte eigentlich mal hier hinter die Berge gucken. Sieht das denn nicht schön aus? Hinter den Bergen wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Gute Nacht. Wo komme ich denn jetzt überhaupt hin? Ich hab's gar nicht jetzt geguckt. So.